Ach, wir sind jetzt hier wieder. Das ist gespeichert, okay. Ich sage einfach das gleiche wie vorher auch. Ich wollte dir ein Tagebuch zurückbringen. Ja. Kann ich das vorspulen? Ja. Ja, und ich habe Ji-Hyun gesehen. Ja, die ist auch hier. Dann hol ich jetzt erstmal alles, was ich vorher auch hatte. Und melde mich dann gleich hier zurück. Ja, was verloren, ja. Zeitbegrenzung, schön. Ach hier, den will ich auch mitnehmen. Bis gleich, Leute. Oh, ich habe sie aufgeschlossen. 5924 war das jetzt, glaube ich. Ich habe gerade überhaupt nicht... haben sie mir aufgeschrieben. Oh, jetzt haben wir das Lösungsmittel. Alles da. Okay, gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier im Schrank. Ich habe mir extra aufgeschrieben, auf der Notiz waren links, rechts, bla bla bla. 83, 96 und hier stehen ja Medaillen. Da habe ich einfach dann abgezählt, wie viele es waren. Und dann einfach dort eingefügt. Ich fühle mich ein bisschen dumm, aber wirklich nur ein bisschen. Und was wir jetzt machen müssen, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir vorher die kleinen Babys killen müssen. Die hier, ich probiere es mal. Ja, die müssen wir vorher killen. Das ist die Frage, wo die alle vorher waren. Fuck, weiß ich gar nicht. War ja auch noch eine? Ja, hier ist auch noch eine. Wo sind die alle denn eigentlich? Egal, wir suchen es einfach. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, wir haben zwei von wie vielen? Weiß ich nicht. Das Spiel macht mich so fertig, Leute. Das war schon beim ersten Mal, ja? 2014 oder so war das schon kein Spaß. Also das Spiel ist schon super, ja? Und es ist so anstrengend. Und Leute, ihr glaubt es nicht. Es ist so schlimm, das Spiel. Ich finde es trotzdem, wie gesagt, geil, aber man kommt da echt, ne? Die Nerven. Die Nerven. Ich weiß auch nicht, wie lange ich gerade rumprobiert habe. Bestimmt schon mindestens 20 Minuten. Oh Gott. Ich muss so viele Unterbrechungen machen, einfach weil ich nicht will, dass ihr die ganzen Sachen hier seht. Weil das halt unnötig für euch ist. Und das müsst ihr alles nicht sehen. Weil wenn man schon ein Video hochlädt bei YouTube, kann man auch die unnötigen ganzen Sachen wegmachen. Das kommt man auf jeden Fall. Blume weg. War sonst noch irgendwo eine? Wie viel wir da drinnen haben, ne? Nicht, dass er gleich aus Versehen alles über die Pflanzen schüttet und dann nichts mehr für den Rest da hat. Wäre natürlich richtig blöd. So, auf. Das ist die Frage, bist du schon dolle geschwächt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab noch irgendwo was. Weil die stehen ja eigentlich immer so im Flur rum, ne? Glaube ich. Glaube ich. Du bist keine. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wo gab es denn dann noch böse Blümchen? Nicht im Badezimmer bestimmt. Da ist es auch im Badezimmer. Gab es hier noch irgendwo eins? Ein böses Blümchen? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ha, hier ist noch eins. Stör, Parecke. Und kaufen uns erstmal ein bisschen gleich die Sojamilch, ne? Ein bisschen Sojamilch für den Magen und die Seele und das tut gut. Ich habe gerade ein schreckliches Geräusch gehört. Moment, wir kaufen uns kurz was. Oh. Puh. Okay. Nein, das da. Und das. Danke. Nimm das. Sehr gut. Und noch eine. Wir haben Zeit dafür. Wir haben auf jeden Fall Zeit dafür. So. Jetzt drehen wir schnell zurück. Wir haben, ja, die Hälfte. Oh, ich dachte am Anfang so, scheiße, das packe ich doch niemals. Ich kann doch einfach nachspielen. Wo ist das Problem? Okay, das macht mich immer noch fertig, das Spiel. Das war hier, ne? Ja. Hallöchen. Was geht mit dir? Opa. Rein damit. Er ist tot. Ich bin ein Mörder. Nein, er lebt noch. Oh Gott, wie krasse Sachen. Oh nein. Und jetzt? Noch da, okay. Bam, ey.
krasser Typ. Guck ihn dir mal an. Sprüh drauf. Ja. Brenn in der Hölle, du Arsch. Pennerkind. Oh. Ein Moment. Kurzes Privates, Entschuldigung. So, wir haben ihn besiegt, den bösen Buben. Den bösen Buben haben wir besiegt. Ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Mensch. Guck mal, die mögen die Dunkelheit nicht mal. Ich darf keine Nachteule sein. Ist ja doof. So, hier liegt was. Wir haben noch ganz viele Dokumente, die wir uns durchlesen müssen. Notizen aus dem Biologieunterricht. Spinnen. Arthropoden. Gliederfüßer. Der Klasse Arachnida. Das war... Es ist Star Wars, wollte ich gerade sagen. Ach, Power Rangers. Sie sind also keine Käfer. Achtbeinige Brrr. Sechs bis acht Augen. Der Körper besteht aus Kopf, Brust und Magen. Was ist der Unterschied? Es gibt wandernde und sesshafte Arten. Sie können nicht kauen. Sie lösen ihre Nahrung mit Magensäure auf. Igitt. Aufgrund ihrer dünnen Knochen und ihres weichen Körpers sind sie schwer zu konservieren. Wie haben sie dann die im Biologielabor konserviert? Nächste Woche messen wir das Gewicht einer Spinne anhand eines Exemplars. Ja, der Lehrer hat versprochen, am Ende eine Schauergeschichte zu erzählen, wenn wir früher fertig werden. Ich bin so aufgeregt. Das hatten wir schon. Ja, kritzelte Notiz, das hatten wir auch schon. Schulunterlagen, Kursmaterialien 1. Orientwissenschaften, die Theorie der fünf Elemente, ja, das hatten wir. Heute lernen wir etwas über die fünf Elemente, das Fundament der Orientwissenschaften. Die fünf Elemente werden oft lediglich als ein Teil der östlichen Philosophie angesehen, was dazu geführt hat, dass ihre bedeutende Rolle in unserer heutigen Welt verloren gegangen ist. Die fünf Elemente repräsentieren die Eigenschaften und Wandelbarkeit des gesamten Universums. Die fünf Elemente sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser und werden durch die chinesischen Symbole, ne, und ja, ausgedrückt. Die fünf Elemente beschreiben die Natur und die Wandlung des Universums und entsprechen den Bedeutungen Geburt, Wachstum, Sammlung, Einheit und Veränderung. Das erste Element Holz repräsentiert die Geburt. Feuer repräsentiert Wachstum, auf jeden. Metall repräsentiert eine Phase der Sammlung. Wasser repräsentiert eine Phase der Einheit. Zu guter Letzt repräsentiert die Erde den Nährboden, auf dem die anderen vier Elemente gedeihen und symbolisiert somit eine Phase der Wandlung. Danke! Gerüchte! Wahrheitssuche 4. Wow, wir haben ziemlich viel verpasst. Hyundai-Zeitung, Herbstausgabe. Höhere Selbstmordrate im Herbst. Der Statistik zufolge begehen Menschen mit spezialisierten Berufen öfter Selbstmord als der Durchschnitt. Zudem begehen mehr Frauen als Männer Selbstmord und in der Altersverteilung sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sowie Senioren betroffen. Die Statistik zeigt ebenfalls, dass Selbstmordraten im Frühling und Herbst ihren Höhepunkt erreichen. In Frühling ist voll geil. Diese Tatsachen legen nahe, dass es sich bei der Selbsttötung oft um eine emotionale statt einer rationalen Tat handelt. In vielen Kulturen wird Selbstmord als ein Verbrechen oder als Realitätsflucht betrachtet. Die Religion betrachtet ihn als Sünde. Die Selbsttötung ist eine der Optionen, die Gott dem Menschen gegeben hat, doch sie ist mit der größten Strafe versehen. Der Tod. Ja. Forscher sehen die Gründe für Selbstmord in Identitäts- und Angststörungen sowie Phasen der Hoffnungslosigkeit. Besonders bei Jugendlichen sind mentale Stressfaktoren oft ausschlaggebend. In diesen Fällen ist es sehr wichtig, dass Menschen im Umfeld des Suizidgefährdeten fortwährend Unterstützung und Interesse zeigen. Was total falsch ist, weil das eigentlich besteht gar kein Interesse. Suizidale Menschen sehen sich selbst an einem Scheideweg. Wenn sie ihr Leben als sinnlos erachten, wählen sie den Selbstmord. Ganz böse Entscheidung. Lasst uns nie vergessen, dass es keines besonderen Grundes bedarf, unser Leben fortzuführen. Das Leben gewinnt an sich von Bedeutung als eine Möglichkeit zu wachsen und sich selbst zu bessern. Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld kann das Selbstmordrisiko deutlich senken. Jeder Atemzug eines Lebens kann bedeutsam sein. Verstehen. Mir fehlen so ein paar Geistergeschichten. Wo sind die ganzen Geistergeschichten? Ich such sie jetzt. Bist du hier drin? Geisti. Da? Oh, White Day, es macht mich fertig, aber es macht auch saumäßig viel Spaß, ne? Nope. Ich bin eigentlich doch ganz froh, dass ich das nicht streame. Das wäre zu hart. Oh mein Gott. Ich höre irgendwas. Wir müssen vielleicht mal zu Jung, wie auch mal die heißt, unsere
Ich höre schon wieder Geflüster. Ist das immer der Kopf, der uns dann erschreckt, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir eigentlich doch auch hier unten reingehen, überall, oder? Ja, wir können unten überall rein. Das ist geil. Danke, Jung. Wenn sie wirklich so heißt. Ist hier irgendwo ein Stift? Auf jeden Fall muss ich speichern, weil ich habe sehr viel. Alles okay hier, Leute? Okay. Oh, ein Grammgewicht. Das Geräusch mag ich nicht. Das Geräusch mag ich nicht. Wenn ich dich wieder erschreckt werde, ne? Ich bringe euch alle um. Da gerade draußen steht jemand. Oh mein Gott, müsst ihr mich so erschrecken? Ich bete mir immer Sachen ein. Das ist schlimmer als was da eigentlich wirklich ist. Verpiss dich! Scheiß Schatten! Es ist Bösi eigentlich. Bösi. Ist Dings noch da? Oh, es ist gleich 12. Oh mein Gott. Schnell speichern. Ich speichere mal da. Alles klar. Ich habe Fotos an der Pinnwand hinterlassen. Schön. Wow. Freust du dich jetzt? Ich kann hier aufschließen. Wow. Hab sie aufgeschlossen. Das ist geil. Cool. Ist irgendwo was? Ich weiß, wenn die... Schreibmaschinentaste N. Das war gerade totaler Zufall. Ich hab, die hat nicht mal geblinkt oder so. Was ist das für ein Arsch? Wir gehen da gleich hoch. Erstmal möchte ich bitte in die ganzen anderen Räume hier reingucken. Oh, verpiss dich doch. Scheiß Geräusch. Kann ich hier irgendwie... Ist das nicht ein Zettel, den ich nehmen kann oder so? Ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel verpasst, aber ich weiß nicht, wo und was ich verpasst habe. Das ist traurig. Ah, hier kann ich rein. Keine Ahnung, wo die anderen Geschichten sind. Oder das ist egal wegen der Reihenfolge. Keine Ahnung. Okay, hier ist nix so. Nö. Nö. Leute, wollt ihr vielleicht noch für irgendjemanden ein Kostüm haben? Dann sagt mal Bescheid. Dann kaufe ich das vielleicht für 2 Euro. Ja, die Kostüme kosten wirklich 2 Euro. Deswegen habe ich auch für den Heemin Lee und den anderen Lee, der uns verfolgt, eins gekauft. Zeugnis! Zweitbester! Ein Zeugnis mit guter Benotung. Es scheint, als habe er oder sie durch die Falschbeantwortung weniger Fragen den zweiten Platz erreicht. Du oder zweiter Platz? Boah, wird mich aufregen. Na, ist ja voll geil, wenn ich so gut wäre. Ja. Weiß ich noch irgendwo was? Oder? Ja, nicht so. Oh, ist gleich 12. Die Uhrzeit geht echt weiter im Spiel. Das macht mich irgendwie traurig. Was passiert, wenn wir zu lange in der Schule sind? Das weiß ich leider nicht. Oh, das sieht schön aus. Okay. Sind das Sachen von Fans, die das gezeichnet haben? Weil das sah gerade irgendwie so aus. Hatte das irgendwie ein... weiß nicht, weil die hängen ja überall rum, ne? Kann ja auch sein. Ich habe schon wieder was geflüstert. Ein Snack. Oh, ich mag das Geflüster nicht. Dann fühle ich mich leider nicht mehr so einsam. Und das ist in dem Spiel nicht so schön. Mir reicht schon der verrückte Hula-Tänzer hier. Das reicht mir wirklich schon. Da, da, da. Ja, ich weiß, es ist gerade so ein bisschen eine entspannte Runde. Aber lass mir das doch bitte kurz, ja? Von geradeaus kommt die Stimme. Die ist hier irgendwie, die Stimme. Die ist direkt hier. Teil des Kursplans. Oh, Stimme. Geh bitte weg. Alter. Das macht mich gerade ein bisschen verrückt. Ich hab dich schon... Ich denke mal, da ist jemand. Ich meine, ich habe dich vorher schon die ganze Zeit gehört, aber... Filzstift! Hört auf! Bitte! Das ist nicht mehr lustig. Bitte.
Ich hau jetzt ab. Wisst ihr, das ist mir zu blöd. Wo auch immer die Stimme kommt, ist mir egal. Ich will auch nicht laufen, aber wenn ich... Sorry, dass ich so langsam bin, aber wenn ich laufe, dann merkt das sofort. Ich kenne das nur von früher. Ich bin ein bisschen gelaufen und da war plötzlich hinter mir und wollte... Ne? Ganz, ganz böse Sachen machen. Deswegen, nee. Wir müssen eigentlich ganz schnell zu Jung zurück, warum man die genau heißt. Das ist mir eigentlich auch egal. Auf jeden Fall hast du noch hier und ich bin glücklich darüber. War nichts mehr, ne? Nee. Ein Buchstaben, der ganz heimlich versteckt war, habe ich ja gefunden. Oh. Da ist eine Zeichnung eines weinenden Engels. Oh nein, wein doch nicht, mein Engel. Ich würde dich retten kommen. Bestimmt. Ganz bestimmt. Hier ist zu, ne? Ja. Ist ja auch nichts. Nö. Eigentlich müsste ich mich mal heilen. Eigentlich. Eigentlich. Was war das? Sollte ich nachfragen? Ich denke mal eher nicht. Hatte ich mich jetzt überhaupt hier mal umgeschaut? Weiß ich auch gerade nicht mehr. Was ist denn das hier? Was soll ich denn damit machen? Da ist denn doch immer Sachen drin. Und Leute, sagt mir, was ich machen kann. Bitte. Hä, was ist das? Ich verstehe das nicht. Wirklich jetzt. Ich bin zu blöd dafür. Ich verstehe es einfach nicht. Ihr müsst mir das erklären. Auch wenn ich gerade mega viele... Was ist da unten? Da unten brennt Licht unten rechts. Wenn ihr aus dem Fenster schaut. Das Licht an. Aha. Oder sind das die Kostüme? Kann auch sein. Wo war denn jetzt der Raum, wo sie drinne war? Hier nicht, sondern... Hier? Hier ist nichts. Zu jung kann ich auch nicht entdecken. Ja. Aber wir haben hier etwas anderes. Das da, Holzmarke. Eine Holzmarke, die mit Symbol für Holz versehen ist. Ein Glücksbringer. Ja, das haben wir. Ist schön. Zettel. Die Stimme, die mich ruft. Eine Geistergeschichte. A und B waren Klassenkameradinnen und Freundinnen. A kümmerte sich stets um B, die sehr zerbrechlich war. B war A immer so dankbar dafür. B wusste, dass A ihr ein normales Leben an der Schule ermöglichte. Für B war A die wichtigste Person in ihrem Leben. Eines Tages ereignete sich ein Unfall an der Schule. Es gab ein Feuer im alten Schulgebäude und B befand sich im Inneren. B konnte nicht entkommen und starb im Feuer. A war tief betrübt über Bs Tod. Sie konnte B beinahe nach ihr rufen hören, dass sie sie retten möge. In A's Vorstellung wandelte sich die verzweifelte Stimme von B allmählich zu einer zornigen. A war sehr traurig und dachte, Bs Tod wäre ihre Schuld. A wollte ihr Zimmer nicht mehr verlassen. Alle ihre Gedanken drehten sich um B. Im Schlaf erschien ihr B und klagte A an, sie nicht gerettet zu haben. Auch tagsüber folgte ihr Bs Stimme. A wusste, dass sie sich alles aufgrund ihrer Trauer und Schuldgefühle einbilden musste. Aber dennoch litt sie Qualen. A begann mit jedem Tag mehr Gewicht zu verlieren. Schmerz und Schuld drohten sie zu erdrücken. Schließlich schlich A sich des Nachts aus ihrem Zimmer, um der Schule einen Besuch abzustatten. A passierte die Bank auf dem Schulhof, auf der die beiden stets gesessen und geredet hatten. Und begab sich an den Ort, an dem B gestorben war. Auch dort hörte A Bs zornige Stimme. A beschloss, ihre Qualen dort zu beenden. Um der Trauer und ihren Schuldgefühlen wegen des Verlustes ihrer Freundin zu entkommen, wählte sie den Selbstmord. A war davon überzeugt, dass dies der einzige Weg war, Bs vorwurfsvoller Stimme zu entkommen. A beschloss, sich zu erhängen, die wir wahrscheinlich da gesehen haben. Der Schmerz war so groß. A rang mit dem Atem, bis ihre Sicht allmählich wand. Als erschien sie ihr zur Begrüßung, sah A plötzlich B vor sich. Ihr Gesicht war von einem blauen Schimmer umgeben und sie lächelte. B näherte sich A und flüsterte, »Danke, du musstest sterben, damit ich wieder leben kann.« A versuchte zu atmen, sich aus ihrem Schicksal zu retten. Die flüsternde Stimme war die Stimme von B, dieselbe Stimme, die ihr seit Bs Tod gefolgt war. A hatte sich alles gar nicht eingebildet. Die Stimme war echt. Boah, B, das ist aber nicht okay. Sowas will ich hier nie wieder haben, ja? Ach Gott, Leute. Guck mal, Schnecken und Menschen, die da sitzen und... Oh, Unterbrechungen. Oh Gott. Hey.
you still here? Anyway, what was that noise I heard? Soyoung ist verschwunden oder ein riesiges Baummonster hat Soyoung entführt. Soyoung ist verschwunden. What do you mean? Soyoung's gone? I don't understand what you're saying. Why are there so many guys in this school who are completely obsessed with Soyoung? She's not even that pretty. Hey, come on, be honest. Are you here this late because you're into Soyoung as well? Is it because tomorrow is White Day? Das geht dich nichts an. Okay, die wird ziemlich stinkig. Wenn ich hier so rumstotter, ist das ziemlich kacke. Aber wenn ich ein bisschen selbstbewusster bin, das geht dich nichts an, Vibe, dann ist das, weiß ich nicht. Ich will auch nicht gemein zu ihr sein. Ich bin mal ein bisschen gemein zu ihr. Weil die ist pissig auf uns. Das geht dich nichts an, Vibe. Have it your way then. Look. Wake up, stupid. You think you're the only one Soyoung bewitched with that face of hers? You don't know this, but she's a manipulative witch. Ehrlich, ist Soyoung wirklich so? Oder du bist ziemlich unhöflich, finde ich. Ach, Gottchen. Was würde ich jetzt so denken? Ja, man darf halt den Leuten nicht so trauen. Ich finde, du bist ziemlich unhöflich. Her side. And that's not all. There are a ton of totally strange rumors about her. Rumor has it, Soyoung. Huh? Did you hear something just now? Ich will jetzt sterben. Geht zur Quelle das Geräusch? Oh mein Gott, keine Ahnung. Ich werde jetzt bestimmt sterben, wetten? Ich werde sterben. Ich werde sterben. What are you doing in here? Tell me, what happened earlier? Das war doch das Weib, was sich erhängt hat wegen dem anderen Weib. Vielleicht darfst du jung. Wegen, jetzt wieder leben. Oh, nee, keine Ahnung. Alles okay? Hast du dir wehgetan? Yeah, I'm fine. I can't remember anything. I woke up on the floor of a completely different room. I have a feeling that tonight is very different. Maybe the day is here. You know something too, don't you? Sie macht mir gerade ein bisschen Angst. Da war etwas aus Holz, das aussah wie ein Talisman. Ich habe dieses Teil einfach nur an die richtige Stelle gesetzt. Ich frage mich, was hier vor sich geht. Sag ihr das einfach. Oh ja? Maybe. That might have caused it. Was denn? All right, that's fine. Was denn? This school has so many hidden secrets. I'm gonna go now. If you want to leave the school, go to main building too. Sie kommt mir wirklich komisch vor. Sie ist wirklich komisch. Aber ich gehe noch mal in den Raum. Vielleicht sterbe ich jetzt. Hallo Geist. Hallo? Geisty?